Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer Folge der Minecraft-Fakten, die ihr wissen solltet. Ich habe mir Sachen von euch ausgesucht, die man eigentlich in Minecraft wissen sollte. Und wenn ihr weiter gute Ideen habt für Minecraft-Fakten, die man eigentlich wissen sollte, dann schreibt es nach per PN hier auf YouTube, wenn es richtig und gut ist. Da wird ein Video auf Video eingeblendet. Ja, gut. Dabei, was wir mega fucking sind, wenn man fucking gut ist, haben wir es einfach zum Raussuchen. Und ab in die Kommentare, wie viele Fakten, wenn ihr euch voll wusstet, 5 von 5, also, gut, dann los geht's. Die ersten drei Dinge sind vom Minecraft-Crack, wenn er startet zuerst ist. Wenn man ein Item in eine Kiste tut und damit das Servium ausweitet, auch wenn man auf die Kiste klickt, dann kommt man die Kiste mit Inhalt. Zweitens, wenn man ganz viel mit dem Blätter tradet, dann hat er bald keine Items mehr. Und drittens, wenn man einen Schwamm mit einem Feuerzeug tötet, dann ist es gut Fortschritt. Und diese drei Sachen sind korrekt. Als erstes, wenn wir zwei eine Kiste mit Inhalt haben. Okay, zum Beispiel die hier, wenn ich es mit STRG und Mausrad jetzt auf die Kiste hört. Hier kann so normal fallen. Nur auf Mausrad jetzt draufklicken, dann ist immer ganz normal. Ist raus und jetzt nicht dran. Wenn wir auch nur jetzt mit SRG und Mausrad hier auf die Kiste klicken, dann haben wir einen Chest aber mit MBT Tags und wenn wir jetzt hier draufklicken, dann sehen wir schon, wir haben hier Items drin und können die dann hier einfach hier einsammeln und ja, dann als zweites. Weil ich kurz mal hier will just spawnen und dann ist hier hin. Ich brauche kurz mal Leder, ganz viel Leder und lauf nicht weg. Aber ich kann das mal so machen. Wenn jetzt hier ganz viel Emeralds tausche, werdet ihr gleich sehen, ja. Jetzt hier kein Items mehr. Das geht nicht mehr. Und da muss man was anderes falsch halten, um das wieder zu tauschen. Und ja, das sollte man eigentlich auch wissen. So. Und als drittes werden wir jetzt einen Pick nehmen. Und dann jetzt können wir hier anzünden. Weil ich weglaufen würde. Cool, jetzt brennt das. Wenn wir das jetzt töten, dann können wir direkt das gekochte Schweinefleisch Fleisch raus und das ist ein echt cooler Trick, um Kohle und so zu fahren und ja, cool, weiter geht's. Und die letzten beiden Dinge für heute sind von Creeper Zombie, eine Menschheit, erstes mit einem Pferd spawnen, jetzt kann man noch einen Esel spawnen, des Weitens, man kann einen Gottlob nicht mit einem Goldweg erzeugen. Und auch die beiden Fakten sind richtig. Wenn wir jetzt hier ein Pferd bauen, dann kommen wir gewöhnlich dann halt nach normale Pferde raus, aber man kann auch damit Esel bauen. Nur ein Esel? Kommt schon. Da haben wir den Esel. Sehr gut. Also ihr seht, man kann mit einem Pferdespawn-Eck auch Esel mit beschwören und Maultiere. Auch wenn ich das genau richtig im Knochen Kopf richtig im Kopf habe. Maultiere gehen auch. Gut, und das letzte, das war so ein Fakt. Ja, sollte man nicht wissen, aber etwas ein faktisch, etwas schwieriger in Sorte. Wenn wir mal den Goldblock hier setzen und jetzt in den Game Mode 0 gehen, das Problem ist, der Goldblock ist abzubauen, dann geht das nicht. Das heißt, man kann mit einer goldenen Pickaxe nicht den einen Block von dem Material abbauen, wenn ihr versteht, was ich meine. Und das ist ein bisschen komisch und auch einfach schwieriger. Aber eigentlich sollte man das auch wissen, dass man mit Goldwerkzeugen einfach nicht so viel abbauen kann. Gut, das ist gewesen von der heutigen Folge der Minecraft-Fakten, die du wissen solltest. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen und